Hallo, hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur neuesten Folge von The Witcher 3 in zweiter Hand. Ja, wir wollen uns auf den Weg machen zur Quest. Laufplätze. Genau, und gehen aus diesem hungernden Dorf heraus, dem wir sowieso nicht helfen können. Zu dem neuen Ort, wo die Quest ist. So, rennen wir mal ein bisschen. Plätze, du bist ein guter Rennerdienst hier. Oh, nee, sehe ich nicht. Habt ihr ein Problem damit, dass ich sehe? So. Schön, Plätze. Ich kann richtig gut laufen. Ah, hier ist jemand in Gefahr, habe ich gehört. Okay, einer Trunkener. Wow. Zack, zack. Und. Wow! Ja? Was jetzt, du Stück Dreck? Okay, da musst du echt aufpassen. What? Lass mich doch in Ruhe! Verdammter Scheiß, hab ich nichts getan. Oh shit. Komm her. Ah. Ihr wolltet doch Stress haben, hä? Jetzt stirbst du erstmal hier. Lass du mich bitte in Ruhe. So, Insta-Kill hier. Okay. Erstmal möchte ich hier meine Beute erlangen. Weil mein harter Kampf, der hat nichts, oder? Junge, Hauptsache du machst die Beine breit. So, hier waren höchstens noch ein paar Blätter. Okay, ich sehe da Gefahr. Seht ihr da? Okay. Aber erstmal gehen wir jetzt hierher und reden mit dem Typi. Mach mich los, bevor die Nächsten kommen. Um die werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Auf jeden Fall. Hans Verdun, gedient in der 10. Division, Maribor. Weit weg von deiner Armee. Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geplatzt vor Patriotismus. Sobald sie erfuhren, dass ich Temerien in der Stunde der Not den Rücken gekehrt hatte, schlugen sie mich nieder, fesselten mich wie einen Truthahn und ließen mich für die Ertrunkenen liegen. Oh, okay. Natürlich bin ich ihn los. Gut, ich helfe dir. Oh, danke. Einen Moment lang war ich fast sicher, dass du mich zum Sterben zurücklässt. Ach, wieso soll ich das tun, Mister? Ich würde mich ja gern bedanken, aber ich habe wirklich gar nichts zu bieten. Pech, da muss ich durch. Danke, Hexer. Möge es dir wohl ergehen. Klar. Helf doch gerne, Leuten. So. Wir haben ein paar Erfahrungspunkte erhalten. Nicht viel, aber hey. Kleinvieh macht auch Mist, heißt es ja. Ab hier irgendwie, wir können ja tauchen gehen ein bisschen. Los! Geh runter und schau dich mal um. Hexer. Wir können bestimmt das eine oder andere gebrauchen. Kreuzdorn und so weiter und so fort. Und zufälligerweise geht's hier weiter. Hier ist aber leider nichts, dann können wir auch hochgehen. So. Denn hier scheint mir ja der Einsatzort zu sein. Aber hier ist auch noch eine Queste. Egal. Wir sind jetzt zu weit weg. Selber schuld, würde ich sagen. Haben wir wohl übersehen. Nimm noch mal ein bisschen Wasser zu mir. Bitte. So, endlich. Oh. Hier ist das Schönste. Jakob, Fremder, da drüben habe ich ihn gesehen. Sofort.
Was? Fremde kommen! Flieht so schnell ihr könnt! Was meint ihr, hä? Ich geb sie nicht auf, nie im Leben! Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Und dann töten sie uns alle! Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Diese Bastarde werden sie nicht kriegen. Was geht hier ab? Wir bedecken das Blut mit Sand. Fuck! Was haben die gemacht, hä? Okay, was geht hier ab? Hallo? Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Ja, worüber denn, hä? Ja, die zwei haben wir doch gerade gesehen. Die haben doch irgendwas vor. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Wieso? Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Ja, also das hey, Schwarze. Kauha. Warum hast denn du zwei Schwerter? Oh shit. Die werden es gleich sehen. Hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Ah, fuck. Wir machen mal friedlich. Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Genau. Und welcher wird deiner sein? Na gut, wir sollen hier freundlich sein, so. Unterwegs nach Novigrad. Stadt der Huren und Hurenböcke. Ich möchte ja auch nicht dem Taverneninhaber. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Was soll die Frage? Ich weiß einfach gerne, mit wem ich trinke. Genau wie du. Ja. Wir sind Männer des Barons. Und du bist in seinem Land. Baron? Ein Baron herrscht in dieser Gegend? Der muss ja Nerven haben. Die Kaiserlichen hier scheinen ihn keinen Deut zu scheren. Obwohl sie immer mehr werden. Der blutige Baron ist kein aufgeblasener Sprössling aus reichem Haus. Also, nein. Der pisst sich beim Anblick eines schwarzgeflügelten Kopfs nicht voll. Das ist ja interessant. Unser Baron ist Baron, weil wir das so wollen. Und wenn das jemandem nicht passt, dann soll er es nur sagen. Prost, würde ich sagen. Auf euer Wohl. Und auf meins. Prost! Eigentlich habe ich doch gar kein Gold. Okay, egal. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Okay. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Und dann? Dieses Landei hat vermutlich seine Tochter verkleidet. Hurensöhne verstecken immer ihre Töchter. Dachte wohl, er könne mich reinlegen. Dieses Arschgesicht. Und? Hat er? Hat den kleinen Rotzlöffel gut durchgefickt. Junge, Mädchen, was auch immer es war. Was? Hat den Greis wohl überrascht. Bestimmt hat er sich nass gemacht. Eine Runde, sagtest du. Das war sie. Und jetzt zieh Leine. Wenn dir die menschliche Sprache nicht geläufig ist, erkläre ich es dir mit Eisen. Was willst du, Mann? Oh, Mistkerle, ich sollte vielleicht doch erledigen. Hey! Was? Ich hab doch. Weiter! Hey, ich hab doch gar nichts gemacht. Hey, wieso? Weil ich gerannt bin oder was? Aber ihr habt auch einen Jungen vergewaltigt oder ein Mädchen, das wäre so egal! Aua. Okay. Mach das Stinktier zusammen! Das klappt doch nie!
Ja. Ja, und jetzt? Was? Ja, probier's doch. Oh, fuck, ich bin in der Ecke. Aua. Ich glaube nicht. Reihe bilden. Okay, jetzt bist du tot. Boah, Alter, ging das ab. Okay, ein paar Kronen. Ein Langschwert, das man verkaufen kann. Hat ja nicht gut geklappt hier. Puh, wir sollten noch ein bisschen rohes Fleisch essen. Lecker. Oh oh. Hi. What? Okay. Oh Mann, was für ein harter Kerl. Hä? Ah, er ist tot, okay. Hi. Was ist hier? Weißt du nicht, was geschieht, wenn der Baron von diesem Massaker erfährt? Das Dorf. Er wird es niederreißen, bevor jemand sagen kann, dass es ein reisender Mutant war. Er hat eine eiserne Faust. Okay, das tut mir leid. Wo ist Hendrik? Bist du taub? Verstehst du nicht? Der Baron wird das nicht durchgehen lassen. Beruhige dich. Euer Baron ist kein Trottel. Er wird wohl kaum glauben, ihr Einwohner hätte seine Männer mit Feldwerkzeug niedergemacht. Wo ist denn nun Hendrik? Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Genau. Was weißt du über Hendrik? Noch etwas über Hendrik. Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Nimm den Hinterausgang. Es sind noch mehr Männer des Barons im Dorf. Kein Grund, sich um mich zu sorgen. Besser, du machst keinen Ärger mehr. Ist besser für dich und für mich. Na, da wohl recht. Oh, die Männer des Barons. Okay. Wir nehmen den guten Hinterausgang. Aber reden vorher nochmal mit dieser Person. Wir sind einfache Leute. Wir wollen keinen Streit. Das kann ich natürlich verstehen. Puh, okay Leute. Lass mal hier wieder schön was essen. Oh. Na gut, wir gehen weg. Wir sollen ja weggehen. Solange die Männer da sind. Der Baron führt mit eiserner Hand hier alles. Wow, wir haben sie richtig schön erledigt, würde ich sagen. Und ich weiß gar nicht, wieso die bei uns plötzlich angegriffen haben. Hey! Wir haben denen sogar Schnaps ausgegeben, obwohl wir kein Geld hatten, ja? Verdammt, ach so. Spring doch rüber, Mann. Hab den Zaun gar nicht gesehen. Ja, renn gegen die Bäume, das ist auch gut. So. Hier runter, also. Kein Problem für Plötze. Spring doch mal. Na gut, das ist schon ein kleines Problem. In Heidelweg, da geht es lang. Da freuen wir uns mit Hendrik lang. Na gut, schauen wir mal, wie Plätze gleich hier. Komm, ich will X drücken, geht aber nicht. Schade, schade. Das war schon ein krasser Kampf, oder? So viele von den Leuten des Barons. Hätte ich nicht gedacht.
Komm, die einfach töten uns. Also wollen uns angreifen, uns an. Und ich wäre fast gestorben, Leute. Fast. So, wir gehen auf Nützliches. Wie zum Beispiel Donner. Nein. Waldkauz brauche ich auch nicht. Trockenfisch, klar. Wer mag denn nicht Trockenfisch? So. Gut, Leute, hier. Jetzt kommt plötzlich. Von hinten. So, als ob er nirgendwo anders gewesen wäre. So geil, dieses Pferd. Okay, Leute. Wir machen jetzt mal hier schön die Quest weiter. Außer uns begegnet irgendwo was in der Nähe. Und wir würden es hören. Dann wird es natürlich anders laufen. Aber gut, erstmal nicht. Da sind wir in der Nähe jetzt, oder? Waren wir schon mal? Heidefelde. Komische Luft. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Ja, das ist schon sonderbar hier, oder? Die erste Hütte? Sieht hier aber aus. So. Sieht wirklich komisch aus. Komm, kannst du nicht. Wow! Das Dorf wurde nicht geplündert, die Hütte auch nicht. Das waren keine Banditen. Okay, aber mal auf. Okay, ich wusste nicht, dass man auf dem Haus kann. Sieht aus, als wären die Leute eben noch hier gewesen. Was immer passiert ist, es ging verflucht schnell. Ja, auch Calcium. Verwesendes Fleisch. Ja, aber das Fleisch verwest doch schon. Wie kann das also sein, dass die erst vor kurzem hier waren? Die hätten doch niemals Fleisch verwesen lassen. Oder etwa doch? Candelaber. Sieh da, sieh, die da weiß. Was? Das lesen wir natürlich gleich. Unter Bücher. Die Leute sagen, sie wären zu viert gewesen. Zunächst, die Mutter, die Allwissende, die Herrin des Waldes, kam aus einem fernen Land hierher und litt schrecklich unter der Einsamkeit, so dass sie sich aus Erde und Wasser drei Töchter erschuf. Vor langer Zeit war die Mutter die alleinige Herrscherin von ganz Velen. Ihre Töchter brachten ihr die Anliegen der Menschen dar, waren ihre Stimme. Ja, jeden Frühling wurde der Herrin des Waldes in einer bestimmten Nacht zu ihren Gedenken Korntiere und Menschen zum Opfer gebracht. Doch als die Jahre vergingen, verfiel die Herrin des Waldes immer mehr dem Wahnsinn, der schließlich anfing, sich über das ganze Land auszubreiten. Die Menschen verließen ihre Häuser und gingen ins Moor, wo sie wilde Bestien zum Opfer fielen, und binnen kurzer Zeit ertrank Velen im Blut. Wow. Töchter erkannten, dass ihr Land alsbald da niederlagen würde. Ich muss es nochmal kurz wiederholen, warte, verlangt. Ah, okay, die Herren. Gut. Die Töchter, bla bla bla. Und unternahm alles, was es vor dem Untergang zu bewahren. Als der Frühling kam und mit ihm die Opfernacht. Töteten sie ihre Mutter und begruben sie im Sumpf. Ihr Blut wässerte die Eiche von Erdkerbin. Und von da an erblühte der Baum und trug reiche Früchte für die Menschen. Doch die unsterbliche Seele der Herrin weigerte sich, ihr geliebtes Land zu verlassen. Und so setzten die Schwestern sie gefangen. Bis zum heutigen Tage liegt sie unter dem Flüsterhügel, wo sie Rasen vor Zorn vergebens um sich schlägt. Okay, das ist eine interessante Geschichte. Ein bisschen Brot können wir gut gebrauchen. Wirklich gut. Denn das Futter geht hier schneller vorbei, als man denkt. Okay, das war Nummer 1 vom Haus. Schauen wir uns die anderen Häuser an. Kann ich nicht öffnen, okay. Hier ist sogar offen. Verdammt. Das ist jetzt aber nicht Hendrik, oder? Das Gesicht ist verbrannt. Kaum zu erkennen. Das Gesicht ist okay, verbrannt. Okay, danke. Kaum zu erkennen. Ein verbranntes Gesicht, eine eingetretene Tür. Aha, da kann man es untersuchen. Sehr gut. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Na. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Na klar, dass es hier sowas gibt.
Schauen wir mal kurz rein. Vielleicht finden wir ja abgeschlossen. Der hat doch bestimmt einen Schlüssel. Das Gesicht ist verbrannt. Kaum zu erkennen. Ja, ich würde da gerne... Öffne doch mal. Okay, wir brauchen eindeutig einen Schlüssel. Und der wird hier irgendwo verfindbar sein. Im Dorf wahrscheinlich irgendwo. Okay, schau mal, hier sind Spuren. Eisspuren um die Fußabdrücke. Wirklich? Das sind Hufen. Wir müssen dann auch gegen irgendwelche Wölfe kämpfen. Aber die waren nur hier. Und hier sind aber verschwunden. Die anderen Hufe. Oh gut, da kannst du sie nicht verfolgen. Wenn sie nicht existent sind. Da hinten ist noch eine Tür, sehr gut. Da schauen wir uns auch mal gleich um. Hallöchen. Knödel sind immer gut. Reines Silber natürlich. Herzogs Wasser, was? Das habe ich noch nicht aufgenommen. Fell eines weißen Wolfs. Was ist hier wohl passiert in dieser, in diesem Dorf, in Heidelberg? Heißt das so? Oder Heidelberg? Ach, egal. Jedenfalls ist hier niemand. Das ist mehr als sonderbar. Da steht sogar noch Essen. Vielleicht war ja hier nie jemand, aber was? Wer weiß das schon, hä? Das ist auf jeden Fall jetzt... hier ist ein Fenster, okay. Der ist auch geschlossen. Und, okay. Da kommt man nicht rein. So, also was ist hier los? Hier sind auch irgendwo Gegner. Was ist da? Warum sind die Hunde da versammelt? Sag mir, was du zu bieten hast. Tollwütige Hunde. Was? Tollwütig. Ein Menschengefahr. Okay. So. Zack. Und tot ist er. Puh. Können wir dir... Ich hab noch was Fleisch bekommen. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde! Ist der Hendrik? Hey! Beruhige dich. Es ist vorbei. Macht ein Zeichen an ihm. Mit, ich hab's vergessen. Axis. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Was? Was ist hier geschehen, Mann? Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Boah. Okay, erzähl mir, was passiert ist, ja? Eindeutig. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Wie? Was? Die Sonne ging unter. Und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam. Die Kröten haben aufgehört zu quaken. Was geschieht hier? Die wilde Jagd!
Und die war hinter Hendrik, hä? Was? Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Okay, das ist krass. Ein Massaker. Ein Massaker der wilden Jagd. Was machen die mit den Menschen? Warum? Verdammt. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Ja, das habe ich gesehen. Sie fortritten. Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie. Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Als ob er das jemals könnte. Fuck. Leicht abgefuckte Geschichte, oder? Die wilde Jagd. Hier können wir auch nicht rein, okay. Verdammt, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, den habe ich schon gefunden. Und er hatte keinen Schlüssel bei sich. Ich durfte ihn zumindest nicht untersuchen. Wenn das jetzt anders ist, ist das gemein. Also hat die... Was hat die aber? Wieso? Ist die wilde Jagd hier gewesen? Wieso macht die wilde Jagd sowas? Das ist doch... Ah, was bezwecken sie damit? Die wilde Jagd ist hinter mehreren Leuten her. Da ist wieder irgendwas versperrt uns den Weg. Fuck. Gut, ich würde sagen, wir gehen kurz zu Hendrik. Wir waren ja da schon. Haben die Leiche entdeckt. Hey, das können wir noch schauen. Ja, von unten. Das Fleisch. Nehmen wir natürlich auch mit. Und hier ist auch noch. Lecker, Zwergenschnaps. Macht das Kämpfen zwar nicht einfacher, aber... War ich hier nicht drinne? Doch, natürlich. So, also mal hin zur Hendriks Leiche. Da sind ja, deswegen waren die ganzen Pferde hier, die... Das ist Hendrik, also verbrannt. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Wir besuchen uns. Seine Taschen durchsuchen. Ja. Wobei das sehr offensichtlich ist. Also ganz steif. Als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Aha. Vielleicht in der Jacke. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Dann in den Schuhen. Da versteckt man auch gern was. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Tja, dass die wilde Jagd das nicht gefunden hat. Muss zum Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Ja, das wissen wir auch wo. Okay, was finden wir hier? In diesem Dings. Das schauen wir kurz nach. Bevor wir die Folge beenden. Vermisst Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons. Vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Okay. Untersuchung. Was denn? Die Wand? Die Kerze? Interessant. War das Mechanismus? Oder wie? Hab's nicht verstanden, ehrlich gesagt. Wenn ihr wisst, was da passiert ist, dürft ihr gerne mir das sagen. Aber so richtig verstehen tue ich es gerade nicht. Oder hat sich das geöffnet und das war vorher verschlossen? Wohl kaum. Man findet hier gar nichts.
Machen wir mal hier ein bisschen Licht. Schon viel gemütlicher jetzt, oder? Oh. Was könnte das sein hier? Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Ah, sehr gut. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Das bin wohl ich, oder? Kann das sein? Ich meine, ich habe ja eine Narbe. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Objekt in seiner Burg unter. Oder auch nicht. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Objekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Und die letzte? Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Das war's auch. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Okay. Zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Ja. Verdammt. Ja, das war scheiße. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, ein Däumchen würde mich freuen. Und wir sind aufgestiegen. Das können wir noch... Nee, wir machen das nächste Folge auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Dann werden wir uns vielleicht zum Baron begeben oder vielleicht nochmal ins Dorf und die Anschlagtafel lesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Neue Quest Hexenjagd. Yay.